Servus Leute, hier ist wieder euer Boompower und herzlich willkommen zurück zu Empire Total War mit Spanien. Ja, wir haben Glück gehabt. Kann man so kaum anders formulieren. Also gut, ich habe nochmal nachgeguckt. Soweit ist alles gut und sicher mit der Aufnahme vom letzten Mal. Deswegen, ihr habt es ja alles gehört. Für mich war jetzt einfach nur weil letzte Folge war ja die große Frage, habe ich da jetzt Ton aufgenommen oder nicht, weil ich keine Ausschläge da hatte und habe sie auch immer noch nicht. Ich weiß nicht warum, ich finde das nicht geil, aber ich nehme es einfach mal hin. Passt ja alles dann soweit. Okay, wir haben Maryland eingenommen letztes Mal. Wir sind auf dem Weg gerade noch das letzte, oder das vorletzte besser gesagt, es gibt ja noch die Prärievölker hier, das vorletzte Indianervolk zu vernichten. Und gleichzeitig findet in Europa der Showdown um London statt. Kann man ja so eigentlich formulieren. Wartet mal. Eine Sache würde ich echt mal ganz gerne sehen. Hier. Häfen? Ah, okay. Nee, das passt und soweit. Bauen wir gerade Felle aus? Nein. Beziehungsweise Pelz besser ist ja das eigentlich. Pelzexport 440. 484 ist die Vorhersage. Wenn wir jetzt den Hafen ausbauen, dann gibt es eine Vorhersage, dass wir den Hafen von 242 auf 363 ausbauen. Aber Fälle bleiben gleich. Seltsam, seltsam, seltsam. Das System ist mir irgendwie noch ein bisschen suspekt. Ich verstehe es zwar und ich verstehe auch so, wie es funktioniert und so in die Richtung, aber es ist irgendwie immer noch seltsam. Naja. Solange es funktioniert und ich mich irgendwie grob daran halte, ist alles gut. So, ja, es gäbe jede Menge Zeug zum Ausbauen. Ich würde einfach noch ganz gerne warten, bis die Truppen komplett regeneriert sind. Die sollten ja jetzt nicht die allergrößte Arbeit sein, nehme ich jetzt mal an. Wir werden dann noch auf die Bahamas müssen und nach Jamaika. Aber selbst das sollte ja kein großer Act sein. Oh, könnte es aber tatsächlich werden in der Hinsicht, dass man sagt, die werden dann Rebellen starten. Weil dadurch bekommen sie ja mehr Truppen sogar. Das heißt, eigentlich sollte ich mit Europa so lange warten, bis ich die amerikanischen Kolonien und so eingenommen habe. Die bleiben weiterhin besetzt. Das ist sehr gut. Edinburgh macht auch nicht wirklich Plus. Hier wollte ich ja gucken, genau. Ich könnte es zu einer Festung ausbauen, lasse ich aber in der Hinsicht mal. Wir wollten ja gucken, was hier unser Freund aus Indien macht, ne? Ob der es schafft, Portugal einzunehmen oder nicht. Ich hoffe mal nicht, weil dann können wir nämlich einfach sagen, blub, meins. Ja, sonst gibt es eigentlich hier nicht viel zu tun, außer auszubauen. Ich tue hier gerade schon wieder die ganze Zeit rum. Weil ich... Es ist halt relativ schwierig nach einer Zeit geworden. Es heißt ja auch... Es ist ja auch mal, wenn du nicht weißt, was du ausbauen sollst, klick, Rechtsklick. Ja, okay. Ist immer noch halt die Frage, ne? Dann hier drauf oder so, dass ich halt gucken kann, wie die genauen Berichte sind und so in die Richtung. Ja, das geht. Das geht prinzipiell schon. Ich könnte hier nochmal ein bisschen Geld reinstecken. Ui. Hi. Fische. Einen zweiten Handelshafen will ich nicht bauen. Wäre wahrscheinlich taktisch klüger, aber aktuell sind wir in der noblen Position, dass wir sagen können, mit 38.000 pro Runde, das geht schon auf jeden Fall. Wo investieren wir unser Geld? Investieren wir es in den Süden? Kommerzielle?
Hier wird's mit der Nahrung gerade knapp. Auch nicht schlecht. So, investieren wir da ein bisschen Geld rein. Das letzte bisschen Geld können wir nochmal hier rein investieren. In eine Galeone. Oder wäre es nächste Runde? Nee, jetzt drei Runden noch. Macht keinen Sinn. Gut, 3300. Damit könnten wir noch was ausbauen. Zum Beispiel das hier. Und wir könnten das hier oben ausbauen. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Gut. Das war es dann soweit hiervon. Gehen wir da rein. Besser oder weg und in die nächste Runde. So, ihr seid alle schön brav unterwegs. Das ist traumhaft. Großbritannien verschiebt Truppen. Geht in die Häfen rein. Besiegt das Maratenreich. Die mit einer fetten Flotte gerade da waren. Okay. Die wollen wahrscheinlich tatsächlich zu mir, weil wer anders ist da nicht auf dem Weg mit einer Schule. Außer die Italiener. Die Italiener wären noch da, aber ich bin mir nicht sicher, ob die zu den Italienern abbiegen. Deswegen böse, 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 ihr bösen Osmanen. Das solltet ihr besser lassen. Sonst mache ich euch auch noch kalt. Und dann wird es am Ende doch eine Welteroberung. Ist ja jetzt eigentlich schon eine gefühlte Welteroberung. Aber, ja. Also es würde zumindest Sinn machen, auf die Italiener zu gehen, aber sie werden es wahrscheinlich nicht tun. Wo sind die Inder? Sind die immer noch da unten? Ach nee, das war die Position. Oh mein Gott, die Briten haben alles zerstört. Die Briten haben alles zerstört, die Wichser. Okay. Ein Staatsbeamter ist gestorben. Nein! Und ein katholischer Missionar. Ah ja, okay, der ist schon ein bisschen älter gewesen. Muss man doch leider zugeben. Der war schon ein bisschen älter. Wie sieht's hier aus? 0,1%. Das ist nicht viel. Das ist in der Tat nicht viel. Hier sind 0,2%. Das ist auch nicht viel. Gefolgsmann gefunden, ein Sommelier. Ich brauche kein Plus im Adel. Ich habe genug Plus im Adel. So, geht da mal rein, bitte. Wo ist eigentlich unser Milizmann für hier? Der ist gar nicht existent, sozusagen. Dann baue ich halt einen leichten Dragoner. Auch gut. So, hier sind wir soweit fertig. Also besetzen. Sehr fein. Zack, besetzen. Danke. Ihr dürft ja in die Lustgärten zurück. Ihr habt Feierabend. Lebt wohl und tschüss. Welcher ist da eigentlich gestorben? Der im Schatzamt. Oh nö. Das gibt weniger Steuern. Na, guck mal. Und der ist allein jetzt schon besser. 5 Sterne, danke. Baubericht. Oh Gott, so viel. Hör mir auf. +1 Geheimaktion. Neue Stadt entsteht in Neuspanien. Hier. Ja, ne. Ist halt entstanden. Ich kann da jetzt noch eine Kirchenschule bauen, weil ich mir denke, 100% Katholizismus muss sein. Aber eigentlich wäre es total egal. Wenn man mal ehrlich ist. So. Du kannst dann fertig fahren und du kannst jetzt die besetzen, oder? Jawohl. Das geht. Sehr schön. Okay, du fährst dann noch hier hin. Der Hafen kann ja leider nicht schnell genug gegründet werden. Dörfer wachsen nicht. Eine Runde braucht es noch, bis die alle fertig konvertiert sind. Und der Trupp... Keine Ahnung, was der machen soll. Wo ist mein Schiff? Ach, ich habe gar kein Schiff hier jetzt, ne? Okay. Ist schlecht. Es in einer Runde wird hier gebaut. Puh, wo gehe ich jetzt hin? In einer Runde ist die Schaluppe hier oben fertig. Dann könnte ich versuchen, bis hier runterzukommen. Bis nach Nassau.
Das sollte gehen. Die brauchen eh zwei Ründchen. Bis da hoch. Sehr schön. Ja, dann lauft mal dahin. Die Miliz bleibt hier draußen mal stehen. Das ist gut. Nassau ist ja soweit alles dicht. Passt. Sehr gut. Okay, ja, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich in Bezug auf Portugal. Ich brauche einen Spion. Ich brauche einen Spion, der guckt, wie viel in Lissabon gestanden wäre. Weil das große Problem ist hier auch aktuell. Die haben viel, viel, viel zu große Flotten. Ich komme da nicht dran vorbei. Das ist gerade ein ganz großes Problem. Nee, dann lasse ich die tatsächlich erstmal hier unten stehen. Die wertvolle Garde muss hier unten stehen bleiben. Naja, egal. Muss dem halt so sein und gut ist. Ja, 36.000 investieren wir in die globale Handelsgesellschaft, Eisenfabrik, noch mehr Pelze, noch mehr Holz, Webstätte und geteerte Straßen, Gouverneurspalast und Siedlung. Gönn dir hart. Hier mehr Steuern. Und da oben mehr Holz. Bitte mehr Holz. Eigentlich sollte man die Sägewerke immer am Anfang ausbauen, denn wenn wir uns mal hier auf die Dinge gucken, gibt es nur Provinzwohlstand. Ich dachte, das gibt auch billigere Gebäude. Wahrscheinlich nur die Vorstufe, oder? Holzfäller? Nee, nicht mal. Okay. Dachte, das würde irgendwie mehr bringen. Naja, dann halt nicht. Schade. Nächste Runde. Der läuft ja gerade noch hier schön davon. Hallo Brite. Da hinten wird jetzt fleißig rekrutiert, um irgendwie noch was zu reißen. Und ich glaube, das wird nichts mehr. Freunde, das wird nichts mehr. Ihr werdet euer Lebtag nicht mehr glücklich. Wo wollt ihr denn jetzt dahin? Oh, hallo. Hallo, hallo, hallo. Die besetzen mal wieder die Grenzen. Finde ich nicht so witzig. Muss ich tatsächlich mal sagen. Russland pöbelt ein bisschen. Jetzt haben die auch noch eine Ostfront, die Polen. Oh, das wird vielleicht dann doch nochmal ein bisschen kritisch. Weil Preußen war ja schon mal so niedergeschlagen, aber die haben sich ja dann wieder aufgerafft. Und existieren bis heute. Also von dem her muss man sagen, das kommt nicht von irgendwo. Die Italiener tun mal wieder ein bisschen klauen. Kennt man ja. Ein Friedensvertrag. guter Witz. Kein Bock auf euch. So, Mission erfolgreich. Weiterhin, ja, eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es egal. Guck mal hier hinten hin. Der Agent. Ach, du kommst da jetzt auch gar nicht mehr raus? Hoffentlich stirbst du nicht. Oh Gott, es wäre jetzt richtig peinlich, wenn der jetzt sterben würde. Es wäre irgendwie komisch. Ich würde es. Zum einen wäre es peinlich, zum anderen würde ich es abfeiern. Okay, Nordwestatlantik und hier wurde jede Menge Zeug gebaut. Okay. Sehr schön. Hier wird weiter besetzt. Dauert noch ein bisschen. Oh Gott, das ist ein Witz. Eigentlich könnte ich da die Kapitulation verlangen. Aber wurde abgelehnt, weil die Truppen nirgendwo hinkommen. So, ihr dürft dann da rein. Das ist fein. Komme ich mit der Marine denn bis dahin? Ja, komme ich. Exzellent. Armee bitte einmal dann komplett drauf. Und mit der Marine dann bitte einmal hier hin. Move it. Komm schon, bitte. Kommt an. Bitte lass da keinen drin sein. Bitte. Bitte. Ja. Nein. Was machen da Truppen? Die waren da nicht vorgesehen. Die waren da definitiv nicht vorgesehen.
Ist trotzdem erstmal mein Hafen. Nächste Runde kann ich dann auf nach Nassau marschieren. Okay, der Spion, der, naja, okay, der müsste im Zweifel dann einfach mit weg. Geh schon mal da hoch. Was ist da so? Oh, da ist ein General. Komm, lass den töten. Infiltrieren, Attentat. Bring ihn um. Ich weiß, 21% Chance ist nicht unbedingt hoch. Spion enttarnt. Mist. Weg mit dir. Verdammt. Das wäre aber auch zu schön gewesen, ne? Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich irgendein Gebäude hier umfunktioniere. Weil es wird ja auch nicht besser. Durch, über die Dauer hinweg. Weil die Industrialisierung wird ja die Unterklasse noch ein bisschen mehr zermürben. Und die Tatsache, dass ich hier gerade noch säkulärer Humanismus erforsche, ich wollte schon wieder produzieren sagen, das macht's auch nicht geiler. Sagen wir es so. Scheiße. Nicht so geil. Der säkuläre Humanismus wird dann nochmal mächtig reinhauen, ne? -1 Zufriedenheit. Aber dafür gibt es eine königliche Akademie. Würde die denn wenigstens Zufriedenheit bringen? Aktuell habe ich... Das würde gar nichts bringen. Außer eine höhere Technologierate. Also Technologieforschungsrate. Ja, keine Ahnung. Ich muss ein Gebäude umfunktionieren. Zumindest so weit, bis mal einigermaßen das Ganze geregelt ist. Okay, die Städte werden weiter belagert. Wie sieht's sonst aus? Die 5000 nehme ich die jetzt eigentlich immer ein? Also ich würde es feiern. Hier ist ein Trupp. Die Elite-Armee steht hier. Investieren wir mal ein bisschen in Italien. Ich glaube, hier haben wir gefühlt gar nichts investiert. Also so richtig mal. So wie ich es jetzt gerade mache. Geteerte Straßen. Ich habe hier schon die ganze Zeit gesehen, hier ist noch ein Kopfsteinpflaster. Das geht eigentlich gar nicht. Geteerte Straßen. Und dann kann ich hier ja eigentlich noch eine Siedlungsbefestigung machen, allein weil es geht. So, jetzt haben wir mal ein bisschen in Italien investiert. 1800 haben wir noch übrig. 1800 können wir für diesen Fischereihafen investieren. Und für diesen Großgrundbesitz. Mehr Nahrung für die Leute. Und hier... Ja, ne? Das ist halt... Die werden halt sich jetzt wehren. Und sie werden halt verlieren. Weil ich die Schlacht simulieren lasse und sie merken... Das geht schief. Das kann jetzt nicht dein scheiß Ernst sein, oder? Schaut euch mal dieses Machtverhältnis an. Wenn ihr ganz genau hinguckt, da werdet ihr vielleicht ein Problem haben auf dem Smartphone. Ich guck mal auf den Bildschirm. Ich gehe mal ein bisschen näher hin. Und wenn ich das richtig erkenne, ist es 50-50, beziehungsweise 50,5 zu 49,5 für England. Aber so penibel wollte ich jetzt mal nicht sein. Ich kann auch einen Knick in der Optik haben. Aber das ist eigentlich ein 50-50 Chance. Guckt euch diese Truppen an. Guckt euch meine Truppen an. Das kann doch nicht wahr sein. Meine Fresse. Ist ja unglaublich, Mann. So. Erstmal auf die Uhr gucken und sehen, es ist 10.09 Uhr. Unnützes Wissen, das kein Zuschauer braucht, wann ich aufnehme. Wobei, vielleicht ist das doch für den einen oder anderen ganz interessant. Man weiß ja nie so genau, was die Leute eigentlich alles von einem erfahren wollen. Ich meine, es funktionieren Vlogging-Kanäle, wo Leute ein total langweiliges Leben haben. Und trotzdem. Gut, okay. Die werden nicht so groß, aber sie funktionieren. Okay, das will ich nicht. Der Regen ist generell eigentlich schon mal nicht so geil. Carabinieri. Der 19er, den würde ich ganz gerne schonen. Den tue ich mal hier hinten hin. Zum General. Und die anderen drei, die werden eine Einheit. Dann habe ich meine drei Garde-Kavallerien.
die bitte mit der Rautenformation hier einen geilen Scheiß machen. Ihr beiden positioniert euch hier hinten in der Gruppe und die machen Schutzwelle. Drück Pause. Und hab gemerkt, Scheiße positioniert. Die Garde sollte schnell vorstürmen. Die sollten schnell vorstürmen. Und los. Komm rein mit euch. Was ein Regen. Was ein Regen. So ein Kugelhagel. Geil. Ich bin geschützt. Ich habe hier solch eine Welle gebaut. Ihr könnt mir nichts. Ich bin Gott. Oder wie man das nennt. Nein, 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 so läuft das hier nicht. Weg. Nein. Hallo? Wollt ihr euch mal richtig hindrehen? Geht doch. So, weg mit euch. So, jetzt zurück. So, perfekt. Jetzt dann noch einmal dahin. Wie viel haben wir verloren? Ein Mann, vier Männer. Boah! Alles klar. Da hauen die Pferde ab und da hauen auch gefühlt alle anderen ab. So, bitte einmal machen. Und weg. Zack, Salve von hinten. Und weg. Wow! Alter! Schaut euch mal die Kugeln an. Die kommen auf und fliegen wieder weg. Das war's. Gefecht beenden. Dankeschön. Ja, das war jetzt nicht so eine lange, aufregende Schlacht. Und sie haben bis auf 20 Mann alle verloren. Und sie haben komplett alle verloren. London ist mein. Danke. Sehr geil. Jetzt wird hier die Route blockiert. Warum denn? Es macht doch keinen Sinn. Gebt doch auf. Ja, tut stattdessen lieber mal alle meine Gebäude zerstören. Ihr Wichser. Natürlich. Oh Gott. Russland kommt und nimmt einfach mal die alle ein. Nein. Du musst umgebracht werden. Habe ich noch irgendwo einen Agent in... hier irgendwo rumstehen. In Europa glaube ich eher weniger. Könnte problematisch sein. Hm, naja, egal. Russland macht anscheinend sehr viel noch im Hintergrund. Mal gucken. Der Schwede, jo, macht wieder seine übliche Bewegung. Der Italiener wird es wahrscheinlich auch machen. Gehe ich mal stark davon aus. Jo, auch er macht wieder seine typische Bewegung. Ah, nein. Er geht nicht so weit weg. Und hier habe ich keinen Bock. Und sag nein. Oh! Halleluja! Habt ihr das gerade gesehen? Alter, okay, hier sind einige Nachrichten reingeflattert. Okay, wir haben einen extrem guten katholischen Missionar. Den Rico Cano. Der ist in München, oder in Bayern besser gesagt. Der ist nämlich da oben in Coburg rekrutiert worden. Wir haben einen Moldawien bekommen. Einen guten Mann. Der kann aber eigentlich auch gleich da unten bleiben, weil im Prinzip, naja,
Da passiert aktuell nicht viel. Wir haben eine überfallene Handelsroute, das wissen wir. Wir haben einen feindlichen Raubzug in Swansea. Leider. Wir haben eskalierende Londoner, die jetzt erstmal von der Steuer befreit werden. Das bringt leider nicht viel. Wir werden hier das die Bildungseinrichtung abreißen. Wir werden das Theologische College einreißen. Wir werden noch das einreißen. Wir werden dieses Gebäude... Wieso haben die so viele Werften? Heilige Marie. Heilige Marie. So, bitte einmal hier alles reparieren. Wir werden die verbesserte Befestigung machen, weil die Zufriedenheit bringt. Die Einheiten werden wir weitestgehend mal reparieren. Wir gehen dann erstmal weiter. Feindlicher Raubzug, alles klar. Forderungsschreiben aus England, Arbeiterstreiken in England, Mission erfolgreich. Fraktion vernichtet. Alles klar. Eine natürliche Ursache, ein katholischer Missionar ist gestorben. Ja, zumindest ist er im Lustgarten gestorben. Ein Staatsbeamter stirbt, schon wieder einer. Und ein zweiter gleich hinterher. Was haben wir denn bitte für alte Säcke da drin gehabt, dass die jetzt gleichzeitig alle sterben? Was ich schon mal sehr gut finde, ist, beide ist, haben das Leben ist schön. Das heißt, es gibt schon mal auf jeden Fall Boni für die Unterklasse. Das Problem ist nur, die sind genauso gut wie der aktuell in der Armee hockt und die anderen sind besser. Provinz erobert haben wir hier. Das ist sehr gut. Das reißen wir sofort ab. Und wir beschleunigen das Ganze, dass in einer Runde der Hafen gebaut wird. Churchill. Jo. Oder? Habe ich richtig gelesen? Churchill. Genau. Hey, ich habe mal nichts reininterpretiert. Ausnahmsweise. Sowas soll auch vorkommen. So, plus 10. Wenn ich die Armee hier rausbewege. Geht sogar. Ja, perfekt. Dann geht da mal hoch. Und ihr, ach, keine Ahnung, baut eine Pelzbörse. Bringt mir aktuell nichts, aber naja. Der Agent, der darf jetzt mal dahin laufen. Und die beiden, ach komm. Ihr habt ja sonst eh nichts zu tun. Ein Baubericht, ein ewig langer. Eine neue Nation entsteht. Es ist Griechenland entstanden. Jawohl. Habt ihr es gesehen? Das ist cool. Einfach cool. Dass jetzt sogar im Osmanischen Reich hier rebelliert wird. Griechenland ist einfach entstanden. Geil. Wir haben hier Entdeckung des Wasserstoffs. Wer lesen will, darf lesen. Ansonsten mache ich weg. Und wir haben noch England erobert. So, zunächst einmal Portugal. Nein, definitiv nicht. Griechenland. Ja, guten Tag. Also ich würde ja ganz gerne mit euch ein Handelsabkommen machen. Kein Bock. Alles klar. Hey, das ist eine neue Nation, die hat null Einfluss mir gegenüber. Okay, pass auf. Kriegt ihr noch eine Technologie? Ihr kriegt Gleichschritt, weil das euch nämlich gar nichts bringt. Die haben Trockenlegung mit Dampfmaschinen. Oha. Ja, das ist ja genial. Dann nehme ich das doch mal. Dafür kriegt ihr noch die Kalformation. Und ihr bekommt ein bisschen Geld. Über 5 Runden bekommt ihr 2000. Ich will diese Technologie haben. Handelsabkommen und die beiden Technologien. Nee, ich will die Technologie haben. Kriegst du von mir aus die 3? Mein Gott, gliedweises Feuern. Mein Gott, ich werde dich eh so oder so vernichten. Ist mir relativ gleich. Wir könnten auch gleich ein Bündnis machen. Komm. Dann habe ich da unten gleich mal ein bisschen was. Komm, hier, unbegrenzter Zugang. Dann kann ich da unten meine Truppen auch noch bunkern. Und darf und das Ganze für eine 10-ründige Zahlung von 2000. Komm, das ist ein unschlagbares Angebot. Wollen sie nicht. Übertreibt doch nicht gleich. Muss ich alles mit euch einzeln verhandeln? Schaut doch mal. Wir machen einen Technologietausch. Ein Handelsabkommen. Ein Bündnis. Ihr werdet nicht mal Protektor. Hallo? Das ist viel wert bei mir. Müsst ihr doch mal verstehen. Von mir aus kriegt ihr auch eine Zahlung von 2000. Ich kann leider nicht mehr machen, weil ich nicht mehr Geld habe.
im Wert von 2000 wiederholt über, Achtung, unschlagbares Angebot. Wer ihn jetzt nicht zuschlägt, ist blöd. 15 Runden. Und Deal. Deal. Jawohl. Schaut euch das an. Die sind auf jeden Fall intelligent. Einziges Problem. Ach so, da unten ist die Handelsroute. Ich dachte schon. Einziges Problem, die Handelsroute funktioniert nicht, weil der Hafen in Piräus kaputt ist, aber geht halt nach Kreta einfach rein. Alles klar. Das finde ich super. Ich, der große Spanier, Freund von allen kleinen Nationen. Sehr schön. Ich freue mich, dass das geklappt hat. 2100, die müssen wir auf jeden Fall nächste Runde zahlen. Hier, England wird abgehen des Todes. Ja. Aus den Häfen können wir gerade nichts rausschießen, weil ich Angst habe, aus der Stadt rauszugehen. Oh Mann. Hilfe! Ja, die Stadt hier, die wird noch ein bisschen weiter belagert, ne? Oben hier, das ist soweit mal alles fit. Die Handelsroute wird gerade noch schön blockiert. Mal macht ruhig, solange ihr noch könnt. Edinburgh war vorher nie... Okay. Vorher war die Hauptstadt halt einfach keine. Beim Rundenwechsel habe ich nämlich schon geguckt. Eigentlich müsste Edinburgh ja die Hauptstadt werden. Aber da war sie noch nicht die Hauptstadt. War ich leicht verwirrt. Aber jetzt ist sie es. Und von dem her will ich gar nicht die Folge lange strecken. Ich bedanke mich vielmals fürs Zugucken. Und ja, was wir nächste Folge machen, dann gucken wir mal vielleicht, dass wir diesen blöden Reitertrupp da wegbekommen oder... Ja, das ist das große Problem. Eigentlich sollten diese Gebäude schleunigst repariert werden, aber es ist halt... Funktioniert nicht gescheit. Funktioniert nicht gescheit, weil die halt die ganze Zeit hier alles kaputt machen. Gucken wir noch mal schnell hier. Bankrott gehen sie leider noch nicht. Schade. Aber egal. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.